Und damit willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Heute habe ich ein Konzept kreiert, das möchte ich euch gerne vorstellen. Deswegen gehen wir auch gleich ins Nachtdorf rüber. Und da werde ich es euch präsentieren. Ja, ich weiß, alles ist voll, ist mir doch egal, ganz ehrlich. Was ist mein Konzept? Die Superpacker. Ja, gibt es hier im Nachtdorf, aber sie dafür dienen fürs Hauptdorf. Und zwar die Superpacker. Macht relativ alles ganz normal, also jetzt nicht darauf achten, Schaden pro Sekunde. Das sind jetzt, sag ich mal, soll jetzt nicht so sein, wie es jetzt da steht. Kann ruhig sein. Es geht ja ums Konzept, um die Superpacker an sich. Die Superpacker ist, sag ich mal, mehr elektrohaft wie hier. Soll als Supertruppe im Hauptdorf dienen. Wie gesagt, es ist ein Konzept, also jetzt nicht denken, dass das wirklich rauskommt, sondern es ist ein Konzept von mir ausgedacht. Also eine Supertruppe für unser Heimatdorf soll so ähnlich sein wie hier im Nachtdorf. Und wenn die Superpacker stirbt, dass dann auch wie hier im Nachtdorf so ein Blitzknall kommt. Wie gesagt, von den Stats oder so, die da rechts stehen, achtet nicht so darauf. Kann ruhig so sein, kann auch, sag ich mal, ein bisschen leicht ändern. Es ist, wie gesagt, nur ein Konzept. Aber damit das nicht so gleich kopiert ist wie aus dem Nachtdorf, kommt anschließend nach dem Blitzknall kommt noch was Besonderes. Was das ist, gucken wir uns gleich an. Ja gut, wenn das vielleicht nicht so perfekt jetzt gerade aussieht, dieses Bild. Ich habe das ein bisschen bearbeitet und ein bisschen hinzugefügt und ein bisschen ausgeschnitten, hast nicht gesehen. Also das alles gar nicht so ernst nehmen, denn es ist ja nur so ein Konzept. Falls ihr selbst Ideen habt für Konzepte, schreibt sie mir da gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Eventuell auch da eine Folge drüber machen. Aber wir gucken jetzt mal drauf, was passiert nach dem Blitzknall. Und zwar, nach dem Blitzknall passiert, ja, Mini-Packers. Das habe ich mir ausgedacht. Und zwar, dass Mini-Packers danach anschließend zwei spawnen. Oder von mir aus mehrere. Auch hier die Stats, die rechts stehen. Die sind irrelevant. Ja, also Truppen pro Lager 1, das macht ja jetzt an sich schon keinen Sinn mehr, weil es ja dann mehrere Truppen sind. Ich habe das, wie gesagt, nur bearbeitet, also sprich, was ausgeschnitten oder jetzt hier in dem Fall die Superpacker aus dem Nachtdorf überdeckt und dann Mini-Packers noch hinzugefügt, ein bisschen Grünfläche. Also nicht so ernst nehmen. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Konzept. Aber genau, die Mini-Packers, die kommen anschließend nach dem Blitzknall und räumen auch ein bisschen auf. So ähnlich wie beim Golem. Genau, ja, so ähnlich wie beim Golem in unserem Heimatdorf. Wie gesagt, soll da eine Supertruppe sein. Also laut meinem Konzept soll es eine Supertruppe sein. Was kann man denn noch dazu sagen? Schauen uns mal gleich einen Angriff nochmal an. Wie ich das denn meine, nach dem Blitzknall, wie das abläuft. Obwohl, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Ich suche einen Gegner raus. Kurzer Cut. Bis gleich. So, Gegner ist rausgesucht. Und wir probieren das jetzt mal aus. Ich zeige euch, was ich meine. Und zwar, die Superpacker wird da hingesetzt, sag ich mal. Wir setzen sie ganz normal hin. Die macht ganz normal Schaden. Kümmern sich, sag ich mal, jetzt in dem Fall hier um die gegnerischen Truppen. Fliegt jetzt da rein. Und jetzt Blitzknall und in dem Moment kommen zwei neue Mini-Packers. Nochmal, Packer wird gesetzt, Packer macht Schaden und noch eine Sprungfalle ist ja lustig. Und nochmal, juhu, die Packer kann fliegen. Blitzknall, zwei Mini-Packers. So ähnlich wie beim Golem bei uns im Dorf. Machen es normal, Packer setzen, Packer macht Schaden, ganz normal und so lange, bis es kaputt geht. Macht eventuell feindliche Truppen jetzt kaputt. Kümmert sich weiter um die Gebäude. Macht ein bisschen Gebäude kaputt. Kaputt, kaputt. Ein bisschen draufhauen. Wenn sie stirbt, Blitzknall und zwei Mini-Packers. Das war direkt beim Blitzknall. Blitzknall macht Schaden und zwei Mini-Packers. Setzen jetzt den Rest hinterher. Machen noch ein paar Prozente hier. Müssen jetzt nicht unbedingt gewinnen. Aber schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Konzept findet. Ich finde, gut, man kann es überarbeiten. Keine Frage. Aber an für sich finde ich das doch gar nicht so schlecht. Super Packer und dann noch Mini-Packers. Das wäre doch was für mich ansprechend wäre. Als Supertruppe, genau.
Jetzt als normale Truppe, nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu stark. Ein bisschen OP wäre das. Als Supertruppe könnte ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Gut, ein Stern 29%. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wir machen jetzt auch ein Ende dieser Folge. Ich wollte euch nur mal kurz dieses kleine Konzept vorstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Clash of Clans.